kommt ein Handelskrieg. Kommt er doch nicht. Bis zum Ende dieser Woche will US-Präsident Trump Details zu neuen Strafzöllen präsentieren. Neu ist aktuell Sarah Sanders. Kanada und Mexiko. Für diese beiden Länder könnte es potenzielle Ausnahmen geben. Dass eine zu hohe Abhängigkeit von Stahl- und Aluminiumimporten die nationale Sicherheit gefährde. Da diese Produkte für das Militär und die Infrastruktur von essentieller Bedeutung seien, US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Montag angedeutet, dass für Mexiko und Kanada im Zuge der derzeitigen Neuverhandlungen über das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA Ausnahmeregelungen bei den Strafzöllen denkbar seien, Voraussetzung sei, die Maßnahmen im Detail zum Ende dieser Woche vorzustellen. Die EU droht ihrerseits mit Gegenzöllen gegen US-Produkte. Quelle: ntv.de.